Das heißt, wir sind physiologisch anders gepolt. Jetzt sehen Männer besser, wenn es hell ist, und Frauen sehen in der Dämmerung mehr. So sagen manche die Hunde und die Katzen. Vom Sehen her, so. Und jetzt kommt dazu, in den sogenannten schönen Stunden des Lebens, also eigentlich sind es Minuten, nicht euphemisch, schöne Stunden, dann möchte er gerne hell haben, weil er ein Augentier ist und die Welt über die Augen wahrnimmt. Sie ist ein Ohrentier und nimmt die Welt über das Ohr mehr wahr. Darum hört sie auch die Stimmen und die Nuancen und den Tonfall. Und was zwischen den Zeilen ist so gut. Also er will hell und was sehen, zum Beispiel rote Strasse. Sie will dämmerig und was hören, zum Beispiel schöne Musik oder noch viel schlimmer, seine geliebte Stimme. Jetzt kommt ein weiteres wesentliches Merkmal. Männer tun eine Sache ganz oder gar nicht, sie können nicht mehrere Dinge gleichzeitig tun. Wenn ein Mann Zeitung liest, ist er taub, wie Sie wissen, ne? Also entweder er tut's oder er redet, er kann nicht beides tun. Sie kann vorher, während und hinterher unterbrochen reden. Für ihn entsetzlich. Das heißt, nicht nur fordert sie ihn auf, weil sie seine Stimme hören will, sondern sie quatscht auch noch unterbrochen und lenkt ihn ab. Also raten Sie Ihren Männern, längeres Vorspiel mit Quatschen und dann geben Sie Ruhe und halten die Backen, wenn es dann zur Sache geht. Und wenn Sie eine schöne Musik im Hintergrund laufen haben, so, es gibt so diesen französischen Schlager, wissen Sie, der macht dann das, was er nicht macht, dann hören Sie das auch dabei, wenn Ihnen das Spaß macht. So, das sind einfach grundlegende Unterschiede zwischen Mann und Frau. Da kommen wir nicht dran vorbei und wir sollten mehr darüber wissen.